Ein Hallo, das sind wir, Leute, und willkommen heute zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hyperion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute, liebe Leute, sind wir nicht im Ingame, sondern wir sind hier heute nämlich im Titelscreen, weil der gute alte Flo nämlich zu mir gesagt hat: Yo, Lars, bitte join erst nachher oder bitte join erst später drauf, weil ich nämlich etwas für dich vorbereitet habe. Und deswegen bin ich jetzt hier gerade noch im Titelscreen. Und wir gehen jetzt auch gleich direkt hier auf den Server drauf, ja? So, zack. Okay, ich bin jetzt wirklich gespannt, was der Flo denn so gemacht hat, weil ich nämlich schon ein bisschen fies war in der letzten Folge. Darüber möchte ich auch noch gleich mit euch reden. Moment, wo wartet. Wir connecten. Also, was passiert? Es ist gecrashed. Was ist passiert? Holy Shrub! Mein Inventar! Nein! Mein Inventar! Hä, wartet mal. Hä, ist es jetzt ein Bug? Hä? Lol, aber mein Hammer auf Dingsbums kriegst du nicht hier. Hier kannst du noch ein paar Dings haben, so ein paar Tintensäcke. Hä, lol, Alter, was tut dieser Typ? Flo, was hast du denn bitte hier für Sachen? Oh Mann, Alter, mein komplettes Inventar. Wartet mal, wenn ich hier das Ei jetzt aufnehme. Hä? Es verschwindet einfach direkt, wenn ich hier die Blume wegmache. Verschwindet auch direkt. Hier, komm, dann machen wir mal das Ding hier voll. Hä, lol, das ist so... Flo, ich will meine Sachen wieder zurück haben. Der hat doch meine Axt. Meine richtig gute Axt hat er auch einfach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf jeden Fall, Leute, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, kann sich gerne nochmal angucken. Ich habe in der letzten Folge nämlich etwas getan, ja, was für sehr, sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Nämlich habe ich den Pingu vom Flo geklaut, ja. Ich weiß vorab, man sollte nicht klauen, ja. Ich weiß, da haben einige Leute von euch recht. Das ist ein bisschen böse gewesen und sonstiges. Aber, liebe Leute, es ist wirklich richtig krass, was da so in den Kommentaren oder sonstiges in den... Was dazu zustande gekommen ist, was mich auch schon persönlich wirklich sehr, sehr krass angegriffen hat oder was ich auch persönlich ziemlich heftig fand, dass es einige Leute vom Stapel gelassen haben, ja. Nämlich, Leute, ist das Ganze nämlich so gewesen, dass mir jemand oder dass mir mehrere tausend Leute, ihr müsst euch vorstellen, das sind mehrere tausend Leute, die einem wirklich das Übelste wünschen, ja, weil ich eine Minecraft-Textur, sage ich mal, dieses Wesen hier unten, dieser kleine Pingu, er ist mega süß, ja. Er hat doch nichts verbrochen oder sonstiges, aber ich muss dazu noch sagen, Leute, es haben einige echt gar nicht verstanden, dass das Ganze hier einfach nur ein Trolling-Projekt ist. Und wenn das Projekt vorbei ist, dann ist auch der Pingu weg. Also das Ganze ist ein bisschen wirklich übertrieben dargestellt oder das einige ist ein bisschen überzogen gewesen, was einige Leute da so hingestellt haben, was ich denn hier für schlimme Sachen tun würde. Ja, ich meine... Oh, Chaos Flow joined the game. Aber ich bin hier noch nicht fertig mit dem Reden. Auf jeden Fall, warte mal, wir klären das gleich mit dem guten alten Flo ab. Aber ich möchte einfach nur noch sagen, wir haben wirklich einige Leute einfach den Tod gewünscht, Leute. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wie krass es ist, dass Leute mir in die Kommentare schreiben: Lars, ich hoffe, du stirbst, wenn du nicht Flo den Pinguin zurückgibst. Ja, das ist ernst gemeint von den manchen Leuten gewesen. Das fand ich einfach so krass, dass es so, dass es Leute so ernst genommen haben. Damit habe ich auch nicht gerechnet, weil ich habe eigentlich gedacht, das wird so sein: Jo, okay, ich klaue den Flo den Pinguin und dann ärgere ich den ein bisschen damit und dann gebe ich dem den irgendwann früher oder später wieder zurück. Ja, es ist so völlig in Ordnung gewesen. Aber dass dann einige Leute, es war wirklich richtig krass, was da für Leute, was sie zu mir gesagt haben oder was sie wirklich... Leute, ich muss echt mal sagen, denkt mal bitte vorher nach, bevor ihr irgendwie sowas Böses zu einem schreibt, ja, ob das wirklich Sinn hat, sowas zu schreiben. Ich fand es wirklich echt ganz schön krass verletzend. Okay, jetzt ist der Flo auf dem Server. Ich möchte eigentlich wissen, wo meine ganzen Sachen hingehen. Wartet mal, was hast du getan? Meine Sachen gehen als weg. Okay, was meinst du? Hä, was ist es jetzt? Hä, warte mal, guck mal. Hä, was zur Hölle? Das ist immer noch da. Ey, Lars, schon wieder Reclaim gelöscht. Oh Mann, Flo. Nein, find ich nicht lustig, Flo. So, find ich echt nicht lustig. Leute, hä, ist es... Oder ich glaube... Wartet mal, oder ich glaube, es buggt. Es buggt. Hä, wenn Flo nicht weiß, was... Lass, zieh mal deine Chestplate und deinen Helm aus. Chestplate. Ich hab keinen Helm. Hä? Hä, woran liegt das? Hast du schon mal versucht, deinen PC neu zu starten? Ja. Hä, nein, ich hab... Hä, was? Hä, jetzt hast du einen Helm. Was? Ich hab einen Helm. Lol. Lol, Flo. Also hat er damit was zu tun. Flo, bitte. Du bekommst auch dein
Pingu. Pingu, warte. Pingu zurück. So. Ist wegen dem Wetter. Hä, ist schöner wegen dem Wetter. Hä, Flo? Ein pinken. Wieso habe ich jetzt einen pinken Helm? Okay, Lars. Okay, war's okay? Wollen wir darüber reden? Wollen wir darüber reden? Ich verhungere langsam. Langsam, ja. Oh Mann, Flo. Bitte, Flo, hier hast du noch ein Ei hier. Bitte schön, Flo. Okay, Lars. Flo, Mann! Warum? Okay. Okay, Lars. Da will ich mich noch veräppeln. Flo, bitte. Ich lade dein Essen auf. Achso, ich lade dich auf ein Essen ein. Okay. Ja, das wäre nett. Das wäre nett, ja. Warte mal. Ich komme zu dir. Okay. Ich gehe jetzt mal zu Flo. Und dann werden wir mal gucken, was er denn so für mich zu essen hat. Hier, Flo, hast noch ein paar Blumen hier. Bitteschön, wenn dich das glücklich macht. Aber er hat einfach die Kontrolle über mein Inventar. Warte mal, wir ziehen diesen dummen Helm aus. Wie heißt er denn? Diet? Ja, okay. Hä? Loser-Helm, genau! Das ist der Loser-Helm. Oh, Flo, ey, du bist ein Loser. So, warte mal, Flo, ich komme jetzt hier zu dir. Steve oder so? Steve? Hä? Ich weiß nicht, was er meint. Hi. Hä? Hä? Flo? Dein Skin buggt? Oh, okay. Kann sein. War im Urlaub. Okay, Flo, bitte, gib mir meine Sachen jetzt wieder. Gib mir bitte mein Zeug. Die hier war auch im Urlaub. Oh, hey! Alter. Oh, Flo, mach doch nicht. Warum machst du das, Flo? Du kriegst doch deinen Pingu wieder zurück. Die wollte lieber zu mir. Genau. Genau. Das ist doch so dumm, Flo. Alter! Ich hab ein Leben verloren. Ich hab ein Leben verloren. Ich hab ein Leben verloren, Flo. Verloren. Ich glaub's nicht, Leute. Boah, Mann. Das ist jetzt wirklich echt nicht so cool. Ich hab jetzt noch zwei Leben. Ich hab jetzt nur noch zwei Leben. Ich such dir ein Leben, okay? Flo, du schuldest mir noch ein Leben aus Folge 1, Flo. Ey, ich pack's nicht. Geht aufs Haus. Der will mich echt veräppeln. Wer sind Sie? Kommt er jetzt? Wer sind Sie? Ey, Mann! Flo! Oh, hier. Aua, ich krieg ja selbst Schaden. Hier, Flo, nimm deinen Loser-Helm. Hier, Lars kommt hier erst. Okay. Sei. Flo? hallo, Lars, was geht? Hallo, Flo. find ich nicht witzig, Flo. Lars, ich wollte testen, wie viel Schaden der macht. Ich dachte, du hast eh geile Rüstung. Nein, finde ich nicht lustig. Lass den Helm. Dein Helm hat ultra viel Damage Resistance. Hast du nicht angezogen? Lass mich in Ruhe. Flo, ich will meine Sachen haben. Flo, ich bin wirklich genervt gerade. Lars, guck mal. Ich mach dir ein Geschenk, okay? Dafür, dass ich dir so viel Unheil angetan habe, kriegst du Lucky Blocks von mir. Okay? Ja, okay. Bist einverstanden? Guck mal. Ich nehme jetzt Diamanten von mir. Ja. Okay, so. Hier, Mann, Flo, du hast mich gerade mit meinem eigenen Bogen gekillt. Ich mach die Geschenke. Guck mal, wenn ich dich haue, krieg ich selbst Schaden. Das ist saudumm. Das kann sich selber umbringen. Warte mal, guck mal. Lars, hier. Was? Das sind zwei Lucky Blocks, die dir helfen werden. Guck mal, ich habe die extra für dich hochgelevelt. Die Flo, die verschwinden direkt wieder. Findest du das witzig? Findest du sowas witzig? Lars, hier ein Prost. Alles Gute. Es verschwindet sofort. Ich kann gar nichts mehr machen, Flo. Ich wollte eigentlich... Lars, guck mal, hier ist seine Axt wieder. Boah, danke, Mann, Flo. Ja, wieder weg. Finde ich so lustig. Lars, okay. Dann kriegst du hier deinen Hammer. Nein. Oh, Mann. Flo, jetzt hör auf. Gib mir jetzt meine Sachen wieder. Okay, Lars, guck mal. Mach das bitte.
Du, Flo, okay. Flo, wir müssen uns eigentlich auf einen Deal einigen. Ich will meinen Drachen, okay. Ich will mein Drachenei zurück. Lars, du hast etwas, was mir gehört, Lars. Keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst, also. Lars, also, wenn ich jetzt hier hingucke, dann sehe ich nicht das, was ich sehen will. Dann doch, da ist auch ein Drachenei, das ist das, was du... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lars, wir haben hier einen Mod, wenn du Sachen ja 50 mal kickst, spawnt ein Drache, gell? Ach so, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Tschüss. Nee, Spaß, das war gerade ein bisschen. Lars, guck mal, hier ist ein Sessel, also so ein Stuhl, da kannst du dich draufsetzen. Toll, wenn super. Wenn ich einmal draufsetze, kommst du nie wieder runter, das ist ein Bug. Doch. Okay. Ja, Flo, bitte. Lars, bitte, Flo, sagen, lass mal bitte jetzt einigen, okay? Ich weiß, ich hab in der letzten Folge... Lass mich hier ein Geschäftsgespräch machen. Okay? Ja, hör mir jetzt erstmal zu, okay. Flo, okay. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass ich da deinen Pingu geklaut habe. Ja, ich weiß, man sollte nicht klauen, das haben ja auch einige Zuschauer gesehen. Hör doch mal auf, ich versuche mich gerade hier... Flo, das ist eine Sender der Entschuldigung. Wegen dir habe ich erstmal ein Leben verloren, ja? In der ersten Folge und jetzt habe ich wegen dir auch noch ein Leben verloren. Einmal, weil ich selbst ein bisschen dumm war, aber ist ja auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wollte ich einfach mal sagen, es tut mir leid, lieber Flo. Ich weiß, man klaut nicht die gute Melone und das war's. Und? Tschüss. Noch was, Lars? Und ich mag Bananen und Affen. Und? Was ist mit Druckplatten, Lars? Wo ist das TNT? Ach so, ja, stimmt. Ja, das war einfach nur Lars, so ein du bisschen... Du gehst runter und bossst das TNT ab. Was für ein TNT? Da, Flo, da ist kein TNT. Das ist einfach nur, ein bisschen, um dich zu ärgern, damit du denkst, da wäre irgendwas. Was? Ja. Hey, als ob Sie? Ich TNT hab, Flo. Guck mal, ich hab nicht meine Rüstung. Also, ich meine, ich hab jetzt nicht mal mein Zeugs okay. hier. Okay, Lars, hier ist eine Milch. Also, Entschuldigung. Dankeschön. Flo, mach das jetzt aus. Ich hab gedacht, okay, Lars, erstmal hier. Dings, du setzt dich erstmal hier hin. Okay. Und beruhigst dich, okay? Trinkst deine Limonade. Ich hab nix. Milch. Okay, Lars, trink deine Milch. Okay. Und geh dort und nicht bewegen, okay? Ich beweg mich nicht. Ich bleib jetzt hier ganz entspannt sitzen. Du. Ganz okay, perfekt, entspannt. Ja. Okay. Lars, wie ist das Wetter? Ja, sonnig mit Aussicht auf Fleischbällchen, würde ich sagen. Okay, und wie ist dein Helm? Pink. Hä? Lars, ich höre mich selber bei dir deinen Lautsprechern, gell? Ja, wenn du laut redest, dann ja. Okay, Lars, wir machen folgenden Deal. Okay, warte mal, guck mal, was willst du wieder haben von den Sachen? Mal so gesagt. Alles, Flo, gib mir einfach alles wieder zurück. Willst du deinen Apfel und dein Dirt? Mein Apfel und mein Dirt. Willst du einen Fisch? Alter, ich glaube, den Müll kannst du gleich behalten. Ich habe auch extra irgendwie so einen Müll abgebaut, damit du... Natürlich dir gleich einen Gefallen, dass ich hier Müll einmal spiele. Okay, Lars. Ja. Komm her. Wir machen jetzt einen Deal. Erstens, komm mal hierher. Ich gebe dir jetzt hier ein bisschen was... Lars! Ich bin hier, beruhig dich, ich bin hier. Okay. Lars, hier erstmal dein Geschenk. Also Entschuldigung dafür, dass ich dich getötet habe. Okay. Boah, plus 100, Alter, richtig gut. Ja, ja, als nächstes, plus 100. Hier hast du jetzt erstmal deine ganzen anderen Sachen. Danke. Warte mal. Hattest du mir das? Hattest du so das war mir, hier, das war alles mir. Gib einfach alles her. Warte, danke. Eine Leine, Lars? Eine Leine? Für was brauchst du eine Leine? Dich an die Leine nehmen kann, Flo, damit wir Gassi gehen können. Hier, guck. Normale Lars, die brauchen ja echt keine. Oh, Lord. Es funktioniert gar nicht. Kann ich gar nicht an die Leine nehmen. Egal. Gehört dieses komische Schwert dir? Was für ein komisches Schwert? Das ist von unten. Wenn du mit dem Rechtscrasher spielst. Keine Ahnung, das ist von unten, das habe ich dir eben geklaut aus Versehen. Aus Versehen, Flo, ich bin fast tot. Ich habe jetzt noch was dir gehört. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Also ich könnte jetzt hier einen Schlag machen, wenn du mir nicht zeigst, wo Pingu ist, okay? Ich will Pingu zurückhaben. Ja, okay, ich brauche erstmal was zu essen, Flo. Okay, erstmal. Ich brauche was zu essen, damit ich mich hier weiter fortbewegen kann. Okay, Lars, ich will nicht wissen, wo du ihn hingebracht hast, aber der muss jetzt wieder dorthin. Wenn ich nächste Folge beginne, dann will ich, dass er wieder hier ist, okay? Ja, okay, ich bringe dir wieder zurück. Hand okay, drauf. Und dann kriegst du... Okay, Hand drauf, oder? Hand drauf, okay, Hand drauf. Oh, okay, Hand drauf, Hand runter, Hand drauf. Drüber. Okay, übrigens hier noch dein Notchback. Okay. Deine zwei Waffen... Nein! Deine zwei Waffen kriegst du per Post, wenn du mir Dings geschickt hast. Oh, lass ja auf. Alter, die werden alle sauer auf dich. Ja, oh los, Notch-Armee. Oh mein Gott, Lars, der hat voll viel AP. Der hat voll viel AP. Okay, ja gut, Flo, also ich mach das. Okay, also Lars, du bringst ihn wieder zurück in die Käfig, also nicht Käfig, in seine Spielbude. In seine Spielbude, genau. In seine Spielbude und dann sind wir quitt, dann kriegst du den Rest per Post, okay? Okay, super, das ist ein Angebot. Okay, dann würde ich mal sagen, Lars, auf geht's, viel Spaß! Wow.
okay, super, danke. So, Leute, ich habe Pingu mittlerweile wieder zurückgebracht. Ja, ich weiß, ihr braucht es nicht zu sagen, er ist jetzt wieder sicher bei dem guten alten Flo zu Hause, ja. Und ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Ich möchte jetzt auch gleich nochmal zu Roman in die Hütte gehen, weil ich nämlich hier ein paar Eier gesammelt habe, weil ich ihn nämlich jetzt mal ein bisschen ärgern möchte. Nämlich einfach so ein paar Hühner in seiner Wohnung spawnen, beziehungsweise in seinem Schloss, was er da gebaut hat. Was es auch sein soll, keine Ahnung, was der verrückte Typ da wieder gemacht hat, der verrückte Roman. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu dem. Oh, wartet mal, ich habe ja noch ein bisschen so von diesem Zeugs hier, von diesen Lucky-Blöcken, die können wir eigentlich mal aufmachen, und dieses virtuelle Dingsbums-Force hier. Dann lass es erstmal hier ein bisschen zu Ende bringen, ja, bevor wir jetzt losgehen. Ich habe hier die Sticks, genau. Mit den Sticks gehen wir jetzt erstmal hier rein und machen uns damit einfach mal eine Pickaxe mit diesen Virtual Forces, weil es auch nämlich einige Leute gesagt haben, dass man damit halt was craften kann, alles mögliche eigentlich, theoretischerweise so, zack, zack, zack. Dann haben wir hier eine Neo-Pickaxe, da haben wir jetzt schon eine Neo-Pickaxe und einen Dingens hier, eine Neo-Shovel. Und ja, genau, wir haben den Pingu wieder zurückgebracht, weil ich nämlich eigentlich meine Axt und sowas wieder zurückhaben möchte. Und natürlich, weil der Flo, weil man das halt auch nicht macht, man klaut nicht, ich weiß. Ja, jetzt will ich eigentlich meine ganzen Sachen wieder haben. Wir müssen dann halt warten bis zur nächsten Folge, ob Flo das dann sieht, dass ich ihm Pingu wieder zurückgebracht habe. Und dann bekomme ich theoretischerweise eigentlich hier meine ganzen Sachen wieder, ja, so wie sich das halt gehört, weil Deal ist Deal, meine Damen und Herren, ja, so wie sich das Ganze halt gehört. Ich kann auf Wasser laufen, weil ich nämlich der Beste bin, ja. Was hat der Junge hier getan? Was ist das? Hä? Sterbe ich, wenn ich da reinlaufe? Ich habe ein bisschen Angst. Hier, du gehst mal vor, Bullet Ant. Bullet Ant, du gehst mal ein bisschen hier so vor. LOL. LOL, ist das eine Alarmanlage? Das ist, glaube ich, eine Alarmanlage. Warte mal, können wir nicht eigentlich einfach von hier die Eier so reinwerfen? Nee, das geht nicht. Können wir die so werfen? So, zack. Oh, das ist ein bisschen zu weit, glaube ich. Oder? Landet das da drinne? Nein, das hat nicht da drinnen gelandet. Oh je. Oh je, Mine. Wir können mal vielleicht hier gucken, dass wir hier hochgehen. So, einmal so hoch. Oh Mann, hier hoch, hier hoch, hier hoch. So, genau. Roman, das ist so unnötig, dass du... Das ist so dumm, man kommt trotzdem irgendwie hier rein. Das ist so blöd. Irgendwie können wir hier nicht noch ein paar Hühner da... Yeah. Hier, bitteschön, Roman, hast du ein paar Hühner. So. Es ist so lustig irgendwie, jetzt hatte ich hier so 3 Chicken nochmal dazu bekommen. Roman, nichts zu danken, jetzt hast du ein bisschen Hühnerfleisch von mir, ja. Und genau, ich wollte jetzt hier eigentlich nochmal diese 2 Luchi-Blöcke aufmachen, liebe Leute. Die machen wir dann auch gleich mal direkt hier auf. Ah, stimmt. Karotten können wir ihm eigentlich auch noch... Ach egal, wir stellen ihm jetzt auch nicht noch so nochmal zusätzlich ein paar Karotten rein. Wir haben jetzt hier diese Dinger hier bekommen von Flo, diese Lucky Block Time Machine Teile. Also wir können die eigentlich mal aufmachen, indem wir halt erstmal den Sicherheitsabstand einhalten, liebe Leute. Müssen wir uns dran halten. Das ist nämlich 1 Block, 2, 3, 4 und 5 Blöcke Entfernung. Ein bisschen sneaken und dann ran da. Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Ich bin 2-mal gestorben in einer Folge. Ich pack's nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin hier drinnen sicher. Oh nein, was mache ich jetzt? Es ist da draußen alles voller mit diesen Dingern. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen, Leute? Okay, ich würde mal sagen, wir hauen einfach den nächsten Lucky Block in der nächsten Folge auf, liebe Leute. Schaut euch auf jeden Fall nochmal die nächste Folge an, die jetzt kommt. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und verlasse den Server, weil das sieht hier ein bisschen zu gefährlich aus, Leute. Ich bin 2-mal in einer Folge gestorben. 2-mal! Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Oh oh, ich hab Dings hier. Oh nein, okay. Leute, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.